Willkommen zurück zu Darksiders 2. Ich bin euer Seeker und wir sind immer noch in diesem zweiten Abschnitt. Okay, wir sind wieder in der Arena. Und dann dürfte hier jetzt gleich auch noch vielleicht... Ach ne, wir müssen uns hier erst wieder hochgrappeln. Und die dritte Tür geht auf. Genauso wie diese Tür, dann können wir direkt nach oben. Ich habe da gerade in der Mitte, glaube ich, gehört, dass die Tür, diese Tür hier... Okay, verdammt, ist sie nicht. Diese Tür hier ist aber auch aufgegangen. Oder war sie offen? Ich weiß es nicht. Es ist mir relativ egal. Höre ich da Kampfmusik? Muss ich jetzt fighten? Relo. Nö, scheinbar nicht. Das hat sich so komisch nach einer Fight-Musik angehört. Nächste Fight-Musik. Ja, hallo. Wie ist es dir, mein guter Freund? I don't think so. Habe ich mir jetzt mal ganz einfach gegönnt. Scheiß auf Skeletal Champion, ich bin der verfickte Tod und ich hau dir einen auf die Nuss. So. Dann haben wir so eine schöne Bombe. Wir brauchen vermutlich erst später wieder, falls wir irgendwie, ne, wieder zurück wollen. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Und hier sind nur so ein paar Särge, da gibt es nichts besonders Interessantes. Ja, hallo. Gibt's hier Free Candy oder was? Man sieht echt viel vom Fight, also perfekte Voraussetzung für einen Kampf so. Was zur Hölle? Okay, okay, okay. Meine Antwort? Harvest. Und nochmal Harvest. Und nochmal Harvest. Und nochmal Harvest. Also ich kann Draft mehr, aber die meisten der Viecher sind eh schon tot. Und wir haben sogar die Reaper-Form schon wieder. Ja, was ein Zufall. Wie kommt das denn? Wir haben doch nur etwa fünfmal unseren schönen AOE gemacht, der so viel schöne Reaper-Energie gibt. Das ist jetzt aber ein Zufall hier. Okay, ich verstehe. So, das heißt, wir müssen irgendwie erst da drin stehen. Und schwupp. Und schwupp. Hey, hier ist ein Cola-Thron. Ein Cola-Thron.
Ich bin auf dem Thron, ich bin der König der Toten. Und was gibt's hier? Achso, da geht man... Dreht man das Teil hier wieder um, oder wie? Scheint so. Nö, komm wieder zurück hier, ja? Und dann mal das dritte Teil. Ei. Na, sieht nach einem Kampfmangel aus. Aus einer großartigen Überraschung. What the fuck? Auch so riesige untote Skarabäen oder was? Oder ist das jetzt ein Boss? Weißt du was, mein Guter? Was hältst du denn von dieser Form von mir? Ja, war fein, ne? War ganz fein, war das. Will noch wer? Wer will noch da? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Egal, ich gönne mir das dritte Teil. Den dritten Seelenstein. Ja, der Animus Stone. Brauchen wir jetzt hier nicht irgendwie eine Bombe für oder so? Egal, das kriegt man bestimmt auch so hin. Irgendwie. Hoffe ich. Passt. Dann bin ich ja mal gespannt auf den Champion der Arena. Was das jetzt zu bedeuten hat. Was lädt der eigentlich so krass lange? Kann ich das jetzt nicht einfach hier so reinstecken? Nein, das wäre zu viel Aufwand. Man muss natürlich von hier unten sich daran grappeln. Kill Gnashor. Ja. Also Damage macht er schon mal. Okay, das ist schon mal... Wow, 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 wow. Das war auf jeden Fall schon mal eine Menge Damage. Also einfach nur... Sag mir nicht, das Vieh ist jetzt schon tot. Okay. Okay. Ach so, es hat noch eine zweite Form. Ich wollte schon sagen. Na dann. Gnashor. Wow. Natürlich sieht man da wieder nichts.
Beruhig dich, Junge. Sie nimmt aber beachtlich wenig Schaden, wenn ich das mal so behaupten darf. Wieso regeneriert sich das eigentlich die ganze Zeit oder muss ich da irgendwas Besonderes machen? Ah, okay, ich muss es dann, wenn es sich regenerieren will, muss ich es scheinbar, ne, da irgendwie diesen Wurmansatz da irgendwie rauskriegen. Okay, wo ist er? Oh. Jetzt muss ich vielleicht... Ja, ja. Mal ein bisschen Leben recken. Okay, sehen tue ich ihn nur, wenn er unter mir herkommt. Oder wenn er sich hier blam manifestieren will. Na komm mal her. Okay, das Vieh ist jetzt wieder unter der Erde. Meint jetzt hier wieder Tumult zu machen. Autsch, egal, so viel Schaden macht es hier jetzt nicht. Och ja, ne? Jetzt wird er hier zum Elitewurm oder dritte Form oder was ist das jetzt? Achso. Gönnt man sich. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Immer wieder. The Golden Skull. The prize you sought from the Gilded Arena. Eine Health Potion. Die benutzen wir einfach mal. Eigentlich hätten wir sie jetzt auch erstmal aufnehmen können. Wir hatten ja jetzt nicht voll. Okay, was gibt's denn hier in der Kiste noch? Das ist der Feinest Bin ist da. Ein bisschen Gold. Brutal Hammer of Fire. Fire Damage, Piercing Damage, Damage Slow. Ja, ist jetzt nicht so beeindruckend. Also, ich meine, wir haben immer noch den Goblin Maul. Jo. Wie kommt man jetzt vernünftig wieder zurück? Ich schätze mal ganz einfach. Und die andere Frage wäre, wie kommt man hier überhaupt rein? Ich meine, hier kommt man ja gar nicht rein. Ist ja komisch irgendwie. Ich höre trotzdem noch irgendwas stöhnen. Naja, vielleicht irgendwann anders mal oder so. No idea. Hauptsache ist, wir haben jetzt diesen Typen, diesen elendigen Wurm, wofür wir jetzt einfach so viel länger gebraucht haben, erstmal den zu animieren mit diesen Seelensteinen. Haben wir viel länger gebraucht, als den zu killen. Und jetzt dürfen wir wieder zurück, um da, ne, die Audienz... Okay, was auch immer das jetzt bitte war. No idea. Lila, nicht lila, lila, nicht lila, lila, nicht lila. Totleben, 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 totleben. Nein, warte, ich bin ja die ganze Zeit tot. Fuck! Mann, das macht das Ganze unlustiger.
Schauen, wie viel brauchen wir eigentlich noch, bis wir Level 15 sind. Okay, wir haben erst ein Drittel. Achso, das kann man ja auch oben links schauen. Ich trottel. Das soll heißen, noch zwei Drittel von der XP-Leiste und dann können wir schon unsere geilen neuen Sensen tragen. So. Oh yeah. The Eternal Throne. Ich würde ganz einfach auch mal eben noch sagen. Was ist denn King of the Dead? Okay. Call this the Kingdom of the Dead. I haven't met a corpse that hasn't tried to kill me. There are creatures in this realm that will not stop at trying. I call them the Bloodless. Nightmares of claw and bone that cannot be slain by common steel. There must be some way to kill them. Bloodless are vulnerable to things of this spirit. Like kills like, is that it? Yes. And as the Dead King is quite fond of his bloodless, kill as many as you can. Tell me more about the bloodless. How are these bloodless formed? Souls must pass through the City of the Dead before they are reborn in the realm. The some escape their torments to haunt other realms. Thus do the dead walk again, and the most corrupted of them become the bloodless. Their flesh can be destroyed, but their spirits resist killing. Dann schauen wir noch mal eben, was er uns noch trainen könnte. X-Training, Mace-Training, Glaive-Training, Rising Upper Sword. Das sind dann Faustwaffen, Clown, Buckler, Gauntlet. Das ist alles relativ uninteressant. The Bloodless. Kill three Bloodless in the Forgelands. Kill three Bloodless in the King of the Dead. New items. Ja, ich würde ganz einfach mal behaupten, auch jetzt mit 18 Minuten sind wir ganz gut. Dann schauen wir uns mal die Cutscene eher im nächsten Teil an, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil von Darksiders 2. Haut rein, Leute, haut rein, ciao, ciao und BB.